Ein Stück über den Tod und das für Kinder ab 6. Auf Wiedersehen. Das ist keine leichte Aufgabe, meint Regisseur Hakon Hirzenberger auf die Frage nach dem künstlerischen Konzept für die Produktion »Wie hoch ist oben?« des Theater des Kindes. Ja, wie willst du denn dann fliegen? Mit Vorstellungskraft! Es sind die ältesten Zaubereien des Theaters, die ich niemals müde werde anzusehen, sagt der Regisseur weiter. Nebel, Schnee, Windmaschinen und fallende Blätter. Schattenspiele, die plötzlich lebendig werden. Puppen, die sprechen, eingebettet zu sphärischer Musik. Hallo! Sowie tolle Kostüme und gemaltes Licht. Vielen Dank! All das, um das Leuchten der Augen vieler Zuseher beobachten zu können. Selbst bei einem so ernsten Thema.